Schaut man mal bei Google, wird man entdecken, dass die ketogene Diät nicht langfristig geeignet sein soll, dass es nicht empfohlen wird, länger in diesem Ernährungsstatus zu bleiben. In der Aussage stimmen mich zwei Dinge. Zum einen, für mich ist das keine Diät, sondern eine Nahrungsumstellung, das heißt eine Ernährungsform. Und zweitens, ich mache Keto seit 2,5 Jahren und möchte heute darüber berichten, wie es mir damit geht und warum ich das für immer machen werde. Also ihr Lieben, bleibt dran, gleich geht's los. Ich bin ein großer Verfechter der Setpoint-Theorie. Das bedeutet, in dieser Theorie, die leider noch nicht hundertprozentig nachgewiesen ist, wo ich aber schon eine Logik drin sehe, geht es darum, dass jeder Mensch ein biologisches Körpergewicht hat. Das heißt, in der Genetik ist in etwa festgelegt, wie viel Kilogramm, genauso wie deine Größe etc., wie viel das Normalgewicht deines Körpers ist. Gibt natürlich äußere Umstände, die das erhöhen, verringern, was auch immer, falsche Ernährung etc. etc. Ich bin jedenfalls der Meinung, dass es diese Theorie gibt und dass sie in meinem Körper stattfindet. Ich habe, um jetzt mal vorneweg zu sagen, hier geht es nicht alleine um den Gewichtsverlust, der eine tolle Begleiterscheinung der ketogenen Diät ist, sondern darum, was das nebenbei mit deinem Körper macht. Natürlich kann es als Diät eingesetzt werden für 6 Wochen, aber welchen Nachteil hat das denn? All das werde ich euch erzählen. Als ich vor 2,5 Jahren begonnen habe mit der ketogenen Diät, habe ich es aus gesundheitlichen Aspekten gemacht. Mir ging es dermaßen schlecht, mein Allgemeinzustand war wirklich desolat, dass ich mich nach Alternativen umgeschaut habe. Ich bin Schmerzpatient und habe damals Injektionen, Schmerzmittel in mein Genick gespritzt bekommen. Ich nehme starke Schmerzmittel jeden Tag und ich wollte einfach ein bisschen Reduktion, wollte die Nebenwirkungen reduzieren, wollte meine körperliche Befindlichkeit verbessern. Und war halt auf einer oder auf der Suche nach einer Alternative. Bis dahin habe ich noch nichts von Ketogen gehört, habe noch nie darüber gelesen. Vielleicht habe ich das salopp überlesen. Und vor 2,5 Jahren war es noch nicht so publik wie jetzt. Publik ist ketogene Diät durchweg durch negative Schlagzeilen, die es damals noch gab. Also es muss ganz furchtbar sein, sich so zu ernähren. Und man ist ganz doll krank, wenn man das tut. Und der ganze Körper leidet. Und also ein Blödsinn. Und ich denke, mein Mann und ich haben hinreichend bewiesen, dass die ketogene Ernährung durchweg nur positive Begleiterscheinung hat. Jetzt der äußere Umstand. Ich habe bei einer Größe von 1,76 m vor 2,5 Jahren 86 Kilogramm gewogen. Da lässt sich schnell erkennen, dass ich leichtes Übergewicht hatte. Also ich glaube, bis 80, 82 Kilogramm ist in meiner Größenordnung noch das Normalgewicht anzusiedeln. Aber es war halt auch schon so ein Gewicht, mit dem ich mich und meine ganzen Gelenke sich nicht sehr wohl gefühlt haben. Ich war nicht dick, ich war moppelig. Aber ich habe schon gemerkt, dass ich ein bisschen aus der Puste komme, wenn ich Treppen laufen etc. Auch meine Hüftgelenke haben negativ darauf reagiert. Vordergründig war aber eben die Sache, dass ich gesundheitliche Fortschritte machen möchte. Denn während meiner Recherche habe ich herausgefunden, dass die ketogene Ernährung halt Entzündungen im Körper reduziert. Ich hatte eine chronisch entzündete Hüfte, also der Beckenknochen war chronisch entzündet und hat mich massiv daran gehindert, weite Wege zu gehen. Das hat sich natürlich gebessert und. Also ich habe in der Zwischenzeit einige Videos dazu gemacht. Die werde ich euch unten mal verlinken, beziehungsweise ich habe eine Rubrik, wo alles mit Keto drin ist, auch Rezepte etc. und die Videos, die ich bisher gemacht habe. Ich habe jetzt mal meine Brille auf, weil ich hier lesen will. Weil übrigens die Sehkraft wird durch Keto nicht besser. Das hätte ich mir auch anders gewünscht, aber ist ja keine Zauberheilung. Man muss schon was dafür tun. In vielen Videos sehe ich das als Diät. Gehen wir nochmal auf das Diät-Thema ein. Dass eine Diät nur auf Kalorienreduktion bzw. das Zählen von Kalorien erfolgversprechend sein kann. Absoluter Blödsinn.
Bei meiner Meinung nach kommt es nicht darauf an, so wenig Kalorien als möglich zu sich zu nehmen, wobei ich ein Kaloriendefizit von 500 Kilokalorien pro Tag schon als sehr, ja, bedenklich und radikal empfinde. Und jedes Mal denke ich so, Leute, Kalorien sind nicht gleich Kalorien. Wenn ich 1000 Kalorien pro Tag durch Obst und Gemüse zu mir nehme, sind das ganz andere 1000 Kalorien, als wenn ich eine Tafel Schokolade esse. Das sollte jedem einleuchten und wir können ganz schnell feststellen, dass 1000 Kalorien in der ersten Version wesentlich gesünder sind als 1000 Kalorien in der zweiten Version. Also halte ich Kalorienzählen für immer noch sehr desolat und sehr, sehr wenig vielversprechend. Denn wenn man nicht wieder zunehmen möchte, muss man permanent in diesem Kaloriendefizit bleiben, um bei dem Gewicht zu bleiben. Nicht so schön. Bei der ketogenen Ernährung ist das so, dass auf Zucker verzichtet wird und vorwiegend auf Kohlenhydrate. Es ist keine Null-Kohlenhydrate-Ernährung, wie vielfach angenommen wird, aber ich nehme prozentual gesehen sehr wenig Kohlenhydrate. Entschuldigung, zu mir. Das heißt, ich esse auch keine Mehle, auch kein Vollkornmehl oder ähnliches, sondern ersetze Mehle durch Mandelmehl, Kokosmehl etc. Der Alternativen gibt es genug. Was ich ganz besonders wertvoll an dieser Art von Ernährung finde, ist, dass die Lebensmittel frisch zubereitet werden. Also alles, was ihr esst, wird praktisch von Hand gemacht. Wir nehmen keine Konserven, wir nehmen keine fertig vorbereiteten also Nahrungsmittel zu uns, die ja vielfach auch Dinge beinhalten, die nicht so gesund sind, vorzugsweise Zucker. Ich habe jetzt seit 2,5 Jahren keinerlei Zucker. Produkte mehr gegessen. Ich esse aber Torte, Kuchen, Kekse, all das, was man sich vorstellen kann, auch Pizza, Pasta, also es fehlt mir an nichts. Ich kann jetzt nicht so weit auf all das eingehen, was ich zu mir nehme, denn letztendlich geht es ja darum, wie geht es mir nach 2,5 Jahren Keto. Und ich meine, ihr könnt die Resultate sehen. Ihr kennt meinen Kanal seit knapp 2 Jahren und es reicht alleine schon, sich die ersten Videos anzusehen. Da war ich noch 2 Jahre jünger, jetzt bin ich 59 und ihr werdet schon feststellen, dass auch optisch einiges sich getan hat. Natürlich bin ich erstmal schlanker geworden, ich wiege jetzt 65 Kilogramm und das seit etwa einem Jahr. Darum hatte ich mein Eingangsplädoyer, dass ich an dieses biologische Gewicht glaube, auch zuerst genannt, denn ich nehme weder ab noch nehme ich zu, sondern bleibe konstant in meinem Gewicht. Gehe ich mal von aus, dass 65 Kilogramm mein biologisches Gewicht ist und das ist mein absolutes Wohlfühlgewicht. Ich habe jetzt ein Normalgewicht bis ganz, ganz leicht, aber nur minimal untergewichtig, weil ich relativ groß bin. 2,5 Jahre Keto. Mein Gesundheitszustand ist immer noch perfekt positiv zu bewerten. Ich kann immer noch laufen, ich kann immer noch alles machen. Also alle positiven Eigenschaften einer ketogenen Ernährung sind mir erhalten geblieben. Und ich habe keinerlei Nährmittelmangel. Wird ja oft vermutet, dass gewisse Dinge nicht so laufen bei Keto, wie das bei einer normalen Ernährung ist. Aber Leute, jetzt mal ehrlich. Wenn wir Zucker, Weißmehle, die nichts anderes haben als tote Kohlenhydrate, und diese toten Kohlenhydrate sofort in ungesundes Fett verwandelt, dann brauchen wir nicht länger über die sogenannte normale Ernährung reden, oder? Hat sich doch irgendwie selbst erledigt. Nahezu jeder Mensch, der sich normal ernährt, ist zuckersüchtig. Das heißt, das Gehirn ist abhängig von Zucker. Es äußert sich oftmals dadurch, dass viele Leute mit Kreislaufabsenkungen zu kämpfen haben, wenn sie länger keinen Zucker zu sich genommen haben. Und dann wird von den Ärzten empfohlen, nehmen Sie Traubenzucker. Zucker in hoher Konzentration, der sofort ins Blut, ins Hirn schießt und vermeintlich wach macht. So ein Blödsinn. Also das finde ich mehr als bedenklich. Zucker ist Gift. Und das sollte jeder mitbekommen haben. Zucker ist pures Gift für unseren Körper, für unsere Abhängigkeiten, für unsere Ernährung und ist maßgeblich daran schuld, dass
Ich weiß nicht, wie viel Prozent der Weltbevölkerung massiv übergewichtig sind. So etwas gab es früher nicht. Der Zucker wurde im 15., Mitte 16. Jahrhundert eingeführt. Und ab da an ging es mit der Weltgesundheit massiv nach unten. Brauchen wir nur ein bisschen in der Historie googeln und schon sind wir beim Thema. Aber außer Konservierungsmitteln werden immer noch Säuren, Farbstoffe, Zucker den fertig produzierten Nahrungsmitteln zugesetzt. Wie schaufeln die uns rein? Weil keiner achtet so wirklich darauf, was auf dem Etikett steht. Weil oft ist auch Zucker dort darin, wo es nicht separat aufgeführt ist. Also verstecken sich unter Kohlenhydrate etc. Diese Sachen esse ich seit 2,5 Jahren nicht mehr. Und ich bin gesund. Meine Blutwerte sind normal, mein Cholesterin ist nicht zu hoch, meine Blutzuckerwerte sind nahezu bei null. Auch für Diabetiker in bestimmten Formen ist diese Ernährung bestens geeignet, um einen Diabetes so in den Griff zu bekommen, dass man kein Insulin mehr spritzen. Also es gibt vielfache positive Beispiele für Ödeme, für Diabetes, für Lebererkrankungen jeder Art. Ich kann jetzt nicht so weit ausholen, dass ich euch wieder erkläre, was das im Körper macht. Dazu gibt es hinreichende Seiten, die ich euch auch verlinken möchte. Eben, 2,5 Jahre Keto. Ich gebe zu, nicht permanent, denn hin und wieder bin ich auf Low Carb runtergegangen. Das heißt, ich bin über die 20 Gramm Kohlenhydrate, die ich zu mir nehmen kann, pro Tag hinausgegangen. Habe mich auch mal in 50 Gramm Kohlenhydrate oder 70 Gramm Kohlenhydrate wohlgefühlt. Hat keinerlei Nachwirkungen oder Nebenwirkungen für mich gehabt. Ich war sofort wieder danach in Ketose, ohne eine Ketogrippe zu bekommen. Und so lebe ich also seit 2,5 Jahren vor mich hin. Ich habe eine große Abneigung gegen Lebensmittel entdeckt, die mir nicht gut tun. Und ich habe meine ganz große Liebe für rohes Gemüse entdeckt. Also ich ernähre mich vegetarisch und ich würde fast sagen, dass ich ein leichter Rohköstler geworden bin, um alle Nährstoffe aus Gemüse super rein zu mir zu nehmen. Also es hat sich einiges geändert. Seit etwa einem halben Jahr esse ich null tierische Produkte, kann ich nicht sagen, weil ich esse immer noch Milchprodukte und Butter, aber ich esse null Fleisch. Weder roh, noch gekocht, noch gebraten, gegrillt oder sonst irgendwas ist für mich raus und mein Speiseplan ist trotzdem abwechslungsreich. Durch das viele Gemüse fühle ich mich total fit. Ich verarbeite Gemüse in vielerlei Formen und bei jeder Mahlzeit ist irgendeine Form von Gemüse dabei. Genauso habe ich keinen Vitaminmangel, weil ich sehr viel Obst esse. Das heißt aber kein Obst mit Fruchtzucker, sondern ausschließlich Beerenobst, was für uns Ketarier halt praktisch ist, weil es nicht so viele Kohlenhydrate hat. Ich esse jeden Tag ein Eis. Also ich lasse mich da nicht einschränken und ich trinke Kaffee, Tee, Wasser. Mehr gibt es nicht. Was habe ich denn hier? Ach genau, hier habe ich mir die Notiz gemacht, dass bis 2018 die ketogene Ernährung in langfristiger Form als sehr bedenklich und gesundheitsschädigend galt. Nein. Ich denke, in der Gruppe, in der ich bei Facebook mal war, waren sehr, sehr viele Langzeitketarier und ich konnte in keinem Beitrag verstehen, dass dem einen oder anderen es schlecht damit ging. Also ganz im Gegenteil, sondern langfristig sehr gut. Ja, dann habe ich die Notiz Keto-Vegetarier. Was ich gesagt habe, ist auch recht unkompliziert, weil die ketogene Ernährung ist ja bekanntermaßen auf fettbasierter Ernährung festgemacht. Und viel Fett wird halt durch Fleisch aufgenommen. Das fällt bei mir weg. Ich nutze mehr Butterfett, also Weidebutter, oder bekomme meinen Fett durch sehr fetthaltigen Käse etc. Ich komme also immer noch auf meinen Fettgehalt, genauso wie ich Fette auch in Salaten und im Gemüse natürlich verwende. Ja, das ist eigentlich schon alles. Wenn ich meinen Zettel angucke, ist ja kurz, aber ich wollte einfach nichts vergessen.
Ich wollte eigentlich nur euch wissen lassen, dass Keto auch langfristig geht. Lasst euch nicht verunsichern durch Artikel, die immer noch was anderes propagieren. Wir dürfen uns sicher sein, dass die Nahrungsmittelindustrie dahinter hängt. Dann stellt euch mal vor, jeder macht Keto, dann könnten die ihre Lebensmittel nicht mehr verkaufen. Das wäre ja auch blöde. Also verarbeitete Lebensmittel. Der praktische Vorteil ist, einkaufen geht schnell, weil wir wissen, was wir essen dürfen, was nicht. Wir gehen nicht mehr heißhungrig durch irgendwelche Lebensmittelregale, weil Heißhunger hast du gar nicht mehr, wenn du ketogen lebst. Genauso wie du kein Zuckerbedürfnis mehr hast. Also du willst gar nichts Süßes mehr essen und das bedeutet nur eins, die Zuckersucht ist weg und das ist sehr, sehr fein. Meine Haut hat sich verbessert. Ich finde, das kann man sehen. Natürlich, ich bin 59, ich habe Falten. Ich habe auch hier diese Nasalfalten. Ziemlich toll. Mein Kinn hängt immer noch ein bisschen. Aber im Vergleich von vor 2 Jahren hat sich da maßgeblich am Hautbild was geändert. Meine physische und psychische Gesundheit ist hervorragend. Ich habe keinen Asthmaanfall mehr gehabt, seitdem ich ketogen lebe. Ich kann laufen. Ich esse, was ich will und wann ich will, im Grunde genommen. Weil unser Kühlschrank und unsere Schränke geben gar nichts anderes mehr her. Und ich orientiere mich an sehr viel gesunden Lebensmitteln, wo auch jeder andere sagt, ist gesund, weil wir nutzen im Grunde genommen nur Bioprodukte, Biomehle. Und. Also lasst euch nicht durch Artikel in die Irre führen, weil dem ist nicht so. Schaut lieber nach denen, die sich wirklich in der Biologie mit der Körper- oder mit der Ernährung auseinandersetzen. Das sind meist keine Ernährungsberater, sondern mehr die Biologen, die die biologischen Vorgänge in unserem Körper beobachten und genauere Informationen darüber geben können. Also alle nötigen Seiten verlinke ich euch und da könnt ihr mal schauen. Es gibt etliche Rezepte. Es gibt auch ein Keto-Video nach 1,5 Jahren. Da könnt ihr auch noch mal für ein Zwischenresümee gucken. Ansonsten sage ich, Langzeit-Keto auf jeden Fall machbar, weil ihr bleibt fit, ihr seid frisch. Ihr müsst nicht nach 6 Wochen die Diät, die in meinen Augen keine ist, sondern eine Ernährungsform, eine Stoffwechselform, die sehr attraktiv für alle ist und als Begleiterscheinung ein gesundes Gewicht zu erhalten, was nicht mit Jojo-Effekten etc. behaftet ist, sondern dauerhaft so bleibt. Wie gesagt, ich wiege seit mehr als einem Jahr jetzt 65 Kilo und nichts ändert sich daran. Ich nehme auch nicht mehr ab, obwohl ich weiterhin Keto mache. Und wie gesagt, das spricht dafür, dass das mein biologisches Idealgewicht ist. Also da braucht ihr auch keine Sorgen machen, weil ich habe nach einem Jahr wirklich gedacht, wenn ich das weitermache, nehme ich ab, bis nicht mehr da bin. Nein, dem ist auch nicht so. Es geht bis zu einer gewissen Grenze und dann bleibt dein Körpergewicht konstant. Wenn ihr noch Fragen habt und irgendwas aufgrund meiner Links oder Verlinkungen nicht gefunden habt, stellt mir die bitte in den Kommentaren. Dazu muss ich aber sagen, dass ich weder Biologin noch Ernährungsberaterin bin, sondern nur von meinen eigenen Ergebnissen berichten kann. Also habt bitte Verständnis, dass ich keine medizinischen Fachbegriffe verwende, sondern nur aus meiner Erfahrung sprechen kann. Dennoch bin ich der Meinung, dass die ketogene Ernährung für jeden Menschen geeignet ist. Es lohnt sich in jedem Fall, mit dem Arzt zu sprechen. Auch das habe ich getan. Und meiner ist Gott sei Dank so offen und tolerant, dass er gesagt hat, mach es, probier es aus. Und ihr müsst auch wissen, dass viele Ärzte über das Thema Keto nicht informiert sind. Also es bleibt euch überlassen, da gründliche Recherche zu betreiben. Ich glaube, das war's. Das Video war jetzt lang genug. Und ihr seht ja und ihr könnt in allen Videos verfolgen, wie ich mich verändert habe, wie ich drauf bin, wie ich aussehe, wie es mir geht. Da spreche ich ja ganz ehrlich drüber. Hin und wieder gibt es Kommentare über die ketogene Ernährung und lasst eins nicht zu, lasst euch nicht ins Boxhorn. Ja. Weil jeder versucht, euch das madig zu machen oder viele versuchen, das war auch anfangs
Bei uns in der Familie so hat sich komplett gegeben und unsere Verwandtschaft backt sogar schon Käsekuchen für uns. Also, alles lässt sich in den Alltag etablieren. Und jetzt höre ich wirklich auf, weil das wird sonst zu lang. Ich könnte Stunden darüber quatschen, aber für einen Zwischenstand soll es das gewesen sein. Ihr lieben, guten Menschen, macht es fein, stellt eure Fragen, bleibt gesund und denkt mal darüber nach. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.